Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 3 Familie Homes. Und heute wollten wir sie umstylen und deswegen befinden wir uns auch im Creative Sim Modus oder im H-Modus erstmal. So, ich wollte mich für eine neue Haarfarbe entscheiden und dann natürlich auch für einen neuen Klamottenstil. Wir schauen einfach mal. Und Make-up können wir auch mal ein bisschen anders, also ein bisschen ändern. Ich wollte Morgane halt ein bisschen umstylen. Und zwar war sie ja so ein bisschen, ich sag mal nicht mein Ebenbild, aber sie sollte so aussehen wie ich. Weil ich damals mich erstellen wollte, ich glaube, das habe ich auch schon erklärt, ich wollte halt mich spielen. Und daraus ist Morgane entstanden und da wollte ich dann halt doch ein Let's Play draus machen und deswegen habe ich halt mich nicht haargenau erstellt, aber halt dann doch so. Und ich hatte damals lila Haare, jetzt habe ich sie eher schwarz-rot und deswegen, das wollte ich nicht, deswegen werden wir jetzt erstmal die Haarfarbe ändern. Und ja, sie sieht halt so ähnlich aus, aber nicht mehr komplett so. Und ihren Klamottenstil werden wir halt auch mal ein bisschen verändern noch, weil er langsam langweilig, ich will nicht sagen langweilig wird, aber dadurch, dass wir halt nur die eine Person spielen, haben wir halt immer nur denselben Klamottenstil oder immer nur dieselben Klamotten. Wir sehen halt nur sie und niemanden anderen und deswegen habe ich mir überlegt, wir könnten sie ja mal umstylen. Immerhin sind wir jetzt auch schon bei Part 13 vielleicht, ich weiß es nicht. Ich entscheide mich ganz kurz mal für die Haare, damit ich hier einfach mal gucken kann, was wir für eine Haarfarbe nehmen. Also ein Blond steht hier auch. Das finde ich vielleicht ein bisschen zu extrem. Also meine Naturhaarfarbe ist ja eigentlich blond, aber dann eher so eins. Ne, das ist ungefähr so meine Naturhaarfarbe. Vielleicht ein bisschen heller, ungefähr so. So hatte ich Natur. Vielleicht machen wir das auch. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Um ehrlich zu sein. Wir könnten ja mal die Haarfarbe erstmal abspeichern, um einfach mal zu gucken, ob wir das dann auch so nehmen. Vielleicht sogar mit so ein paar rosa Strähnen. Und das hier dann doch ein bisschen dunkler doch. Ja. Ich speichere die Haarfarbe erstmal ab, damit wir eventuell noch das andere angucken können, was ich mir so überlegt hätte. Und zwar hätte ich halt rot genommen, bloß halt schwarz-rot. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ja, meine momentane Haarfarbe ist halt das hier ungefähr. Ich glaube, es kommt am ehesten hin. Ich weiß halt nicht, ob Morgana so der dunkle Haartyp eher ist. Ich glaube schon, oder? Wie seht ihr das? Ich mache hier auf jeden Fall mal meine Haarfarbe hin, die ich normal habe. Weil mein Ansatz mag es ja nicht so mit dem gefärbt bleiben. Da mache ich auf jeden Fall mal so ein bisschen so einen Ansatz hin und schau mal mit den Haaren. Dann doch vielleicht eher das und die Strähnen machen wir ein bisschen heller. Als den Rest und die Spitzen sowieso. Ja, doch, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ob es jetzt so meins ist, wie ich es habe, weiß ich nicht, aber es müsste gehen. Ich schminke sie erstmal, bevor ich hier mit den Haaren auf die Haare zurückkomme. Und zwar hätte ich gerne so ein ähnliches Make-up, wie sie jetzt schon hat. Bloß halt vielleicht ein bisschen stärker. Also ich schminke mich ja persönlich gar nicht, aber in Sims mag ich es halt sehr gerne. Wenn die Sims ein bisschen geschminkt sind. Weil es kann ja auch schön aussehen, das Schminken. Ich kann es halt bloß nicht. So, das finde ich extrem. Ich weiß auch gar nicht, in welchen Kleidungsstil wir sie dann schicken. Vielleicht so schwarz Richtung schwarz-grau. Ich habe hier noch solche Wimpern. Auch mal interessant. Dass ich sowas noch habe, wusste ich gar nicht. Aber ich glaube, die nehme ich jetzt dann doch nicht. Vielleicht irgendwie wie dieses, wie Josephine das Make-up hat.
Das kommt bei ihr nicht so wow zur Geltung, glaube ich. Dadurch, dass ihr Gesicht so nicht mehr eher streng wirkt, ne? Vielleicht eher das. Ich glaube, das kommt besser. Ach ja, hatte ich ja dieses Gesamt-Make-up, oder? Echt? Das ist ihr Gesicht ohne diese... Echt jetzt? Das sieht so... Das sieht viel künstlicher aus, wisst ihr? Das sah viel natürlicher aus. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt ihr normales ist. Das ist mir nämlich definitiv auch zu dunkel. Ich glaube, ich nehme dann wieder dieses Komplett-Make-up. Ja, in Rot. Finde ich super. Wie so ein Clown. In meiner gewohnten Farbe, nur vielleicht ein bisschen verändert. Ein bisschen heller. Ja, das sieht normal. Ich finde, das sieht viel normaler aus. Ich weiß auch nicht. So, Lippenstift. Da haben wir jetzt im Make-up nicht viel getan, aber es geht schon. Machen wir denn dunkler? Schwarz ist jetzt nicht so, aber so vielleicht so ein dunkles Rot. Das finde ich irgendwie hübscher. Sowas ist auch momentan so mehr oder weniger meine Lieblingsfarbe. Es interessiert wahrscheinlich überhaupt keinen von euch. So. Ja. Aber umstylen möchte ich halt auch mal machen. Dadurch, dass ich den Modus hier sowieso liebe. Und jetzt schauen wir nochmal wegen der Frisur. Ich glaube, wir müssen da auch nur die Alltagsfrisur ändern. Den Rest können wir so lassen. Ich würde halt sagen, sowas finde ich eigentlich ganz hübsch. Aber die Frage ist nur, ob es zu Morgana passt. So ein Dutt wieder. Das habe ich jetzt halt genug gehabt. Nee, das umschmeichelt ihr Gesicht, wie ich finde, nicht so. Das finde ich eigentlich voll cool. Doch, das finde ich cool. Ich glaube, das nehme ich dann auch wahrscheinlich. Sowas vielleicht? So ein Zopf? Ich weiß es nicht. Oder so ein Zopf? Den finde ich nicht so hübsch. Den finde ich ein bisschen zu streng für sie jetzt. Immerhin ist sie noch so ein Teenager, der auch gerne mal durchschlägt. Also nicht im Sinne vom Schlagen, aber halt auch mal gerne durchdreht. Das ist mir auch ein bisschen zu brav, finde ich. Das finde ich ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob es... Nee, es steht hier nicht so. Es sieht hier oben so angegelt aus. Das ist nicht so ihrs. Das ist auch zu brav. Das auch. Ja, ich muss halt ein bisschen gucken. Vielleicht sowas. Es ist auch zu angegelt. Das klappt nicht so ganz. Die Frisur finde ich echt hübsch. Aber die hat auch schon jemand von mir. Ich weiß nicht, ob sie so zu Morgana passt. Das ist Lillys Frisur. Ich glaube, ich entscheide mich echt für eine von hier oben. Die finde ich auch cool. Ist mal was anderes. Aber ich glaube, die hier ist dann wieder zu frech für sie. Dafür dreht sie nicht genug durch. Also ich finde die Frisur echt cool, aber dafür dreht Morgana für mich nicht zu doll durch. Dafür ist Morgana für mich noch zu brav. Und wird sie auch immer bleiben, ne? Das ist einfach so. Also entweder die hier oder die. Und ich glaube, wir nehmen die hier. Das hier macht ihr Gesicht so ein bisschen dünner. Schauen wir nochmal wegen der Haarfarbe. Entweder dich. Ich glaube, wir färben ihre Haare jetzt erstmal blond. Dadurch, dass ich sie jetzt auch ein bisschen anders einkleiden will. Und, ja, wir speichern die Farbe trotzdem ab, da ich die Farbe dann halt noch als Reserve da haben will. Und die Strähnchen machen wir vielleicht noch ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht, wenn wir die jetzt so in Rot machen. Oder wenn wir die halt in einer dunkleren Farbe machen. Ich glaube, das gefällt mir nämlich besser als Pink. Dann machen wir das so und dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen andere Farben in den Haaren. So. Da habe ich auch direkt schon wieder so viel Zeit nur für die Haare ausgegeben. Aber ich finde, sie sehen jetzt anders aus. Es sieht halt irgendwie cooler aus, wie ich finde, so. Outfit planen.
Mach mal. Dann können wir uns nämlich jetzt auch noch um die Outfits kümmern. Ja, 9 Minuten nur für die Frisur. Ich bin mal gespannt, wie lange ich für die Outfits brauche, aber die Folge kommt so lange Länge, bis ich halt alles fertig habe, ne? So. Das ist mir zu zukunftslastig. Ich gucke erstmal bei Gesamtoutfits, ob mir da was gefällt. Also ich möchte sie trotzdem noch in einem normalen Stil halten. Weder zu aufgepusht, noch zu brav, noch zu bösartig. Also nicht bösartig, sondern rebellisch. Also sowas hier zum Beispiel fände ich zu extrem für sie. Weil das ist einfach zu extrem, finde ich. Und sowas finde ich zu brav. Also sie ist halt für mich normaler Teenager. Aber dann halt trotzdem sehr erwachsen, was nicht heißt, dass sie trotzdem so Oma-like ist oder wie auch immer. Nee, das ist, das habe ich mir mal aus Versehen mal gedownloadet. Ich muss mal gucken, wie ich das wieder rausschmeiße. Das ist mir zu altbacken, das passt nicht zu ihr. Das, naja, das finde ich eigentlich voll cool, aber es sieht mir zu alt aus. Wobei ich es eigentlich, wir machen auch mehrere Outfits direkt. Das finde ich für Wintertage ganz gut. Ich glaube, das färben wir auch direkt mal ein, weil ich das eigentlich wirklich hübsch finde. In Grau hätte ich das gerne. Das ist so ein blaugrau Mist. Machen hier mal mit der Dezimalzahl weiß. Und färben das dann in Grau. Ja, so wollte ich das. Das ist das hier unten. Nein, Moment. Dadurch, dass sie noch länger Teenager bleibt, finde ich das auch bei ihr mehr oder weniger sinnvoller, mal ein paar mehr Outfits zu erstellen, als ich das sonst bei Teenagern oder Kindern mache. Dann machen wir vielleicht so einen Pelzmantel, also so Fellfarben. Ja, und was ist das hier? Ach, das, alles klar. Ich glaube, die mache ich auch grau, damit sie einfach nicht so auffallen. Vielleicht ein bisschen dunkler, aber so finde ich das ganz gut. Ja, das ist auf jeden Fall ein Outfit, was mir gefällt. Achso, ja, wer die Folge nicht mag, kann sie ja überspringen. Es dauert halt ein bisschen länger, die Outfits einzuplanen, aber es geht schon, ne? Man kann damit leben. Wir brauchen Schuhe für die Gute. Schuhe. Ich fand halt mal bei ihr wirklich so eine Stiländerung relativ cool. Und ich finde, bei ihr steht auch blond und braun sehr gut. Hochhackige Schuhe vielleicht? Obwohl, das ist ja... Nee, ich finde solche... Die sind auch hochhackig, aber nicht zu sehr. Ich mag Ballerinas ja allgemein mehr. Deswegen nehmen wir auch Ballerinas. So. Eventuell ein bisschen heller. Grau. So. Ja, doch, das gefällt mir. Schmuck trägt sie nicht. Ganz einfach, weil ich auch keinen mag und ich finde, zu ihr passt das auch nicht so. Ich weiß nicht, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben, ob ihr bei ihr Schmuck sehen wollt, wie auch immer. Ich finde, es passt halt nicht so zu ihrem Gesicht und zu ihrem Körper allgemein. Ja. Hast du jetzt das Outfit geladen? Outfit Nummer 2, bitte lade dich. Dankeschön. Ja, wir warten auf dich. So, wir haben es. Schuhe. Hier dann auch mal auf jeden Fall ein paar andere Schuhe nehmen. Ich finde die ganz gut. Und zwar auch wieder... Ich glaube, diesmal machen wir weiß. Oder weiß? Nee, ich mag schwarze Schuhe lieber. Ich mache schwarze Schuhe. Ja. Die können wir ein bisschen heller machen. So. Und das Outfit machen wir aber anders. Da bestehe ich dann, also bestehen, da würde ich mich dann mal für so ein T-Shirt mit einer Hose entscheiden. Irgendein T-Shirt halt, was dazu passt. Ich schaue einfach mal durch. Da haben wir von Inselparadies total tolle Sachen bekommen, wie ich finde. Lade dich. Wir machen 2 oder 3, ich glaube, wir machen nur 2 Outfits. Mehr brauchen wir auch nicht. Und bei dem anderen gucken wir halt nur durch, was wir da so verändern könnten. Oder wir machen 3 Outfits und nehmen noch so eine Schuluniform dazu.
Ich glaube, ich entscheide mich für 3 Outfits, dann doch. Und mit einer Schuluniform. Dann schaue ich mal, was wir sonst noch so haben. Was halt relativ normal aussieht, was man hier anziehen kann. Das eventuell... Ich muss halt immer ein bisschen überlegen, was zu ihr passt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es hat Stil und es ist nicht zu brav und auch nicht zu bösartig. Nicht bösartig, rebellisch meine ich natürlich. Nein. Das ist mir zu rebellisch. Das ist mir zu brav, aber ich gucke halt trotzdem an, ne? Das ist mir zu einfach. Ich glaube, ich schaue nochmal bei Inselparadies, was da so kam. Naja, nee. Das finde ich ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich nehme das und schaue mal, ob da ein Rock dazu passt. Nehmen wir hier mal was Dunkleres. Ja, ich glaube, so ein Pink nehmen wir mal. Oder so ein Grün. Blau. Ah, doch, ich glaube, ich könnte mich dafür blau entscheiden. Finde ich nämlich eigentlich ganz hübsch. So ein Matrosenblau mit Weiß. Entweder mit Weiß abgesetzt oder mit, nee, das wollte ich nicht. Mit Weiß abgesetzt und das dann vielleicht blau? Oder wir machen das hier halt ein bisschen dunkler. Oder hat... Ich weiß es nicht. Ich bin in sowas nicht so. Ich finde das ganz cool. Ich glaube, man kann das so nehmen. Und dann schauen wir mal wegen der Hose. Ich habe sie damals auch erstellt. Da hatte ich halt für jedes eine Farbe. Und jetzt mag ich halt mehr, wenn man halt auch mal ein bisschen ausschlägt in den Farben. Und nicht immer nur eine Farbe nimmt. Immer dieselbe Pink oder so. Deswegen nehme ich für sie jetzt auch mal verschiedene Farben. Ich mag diesen Rock, aber ich glaube nicht, dass der... Nee, der ist zu hoch. Sieht nicht so aus. Ich bin jetzt auch nicht wirklich in Mode-Ass, wo ich sagen kann, wow, ich kenne mich sowas von aus. Schnuggel, genau. Ich kenne mich ja auch überhaupt nicht in Mode-Sachen aus. Und manche werden sich wahrscheinlich jetzt gleich auch an den Kopf fassen und sagen, was macht die denn da? Aber ich weiß es halt nicht. Das finde ich ganz okay. Ich glaube, eine schief hängende Jeans käme jetzt hier besser. Der Rock hängt mir zu weit oben. Ich hätte gern entweder was, was ganz unten hängt. Oder was, was ganz weit oben hängt. Vielleicht können wir es auch mal mit einer Hose probieren. Woogie doodle. Na, dadurch, dass das T-Shirt halt so weit hoch hängt, sieht das halt ganz komisch aus. Das finde ich ganz cool, aber die Hose ist mir zu verfetzt. Also zerfetzt. Doof gelaufen. Diese Hose... Hängt zu weit oben. Ja, definitiv. Mist. Die Hose hängt zu weit oben. So Mittelding ist scheiße, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, die kommt noch am nächsten von allen oder sowas. So eine Jeans finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, wir bleiben mal bei der Jeans. Und, ja, ich glaube, wir bleiben bei der Jeans. Dunkel oder hell? Ja, doch bei so einer dunklen Jeans. Ich mag dunkle Jeans mehr. Mist, die hat mir vorher besser gefallen, um ehrlich zu sein. Moment. So. Nee, diese Jeans. Und den Gürtel machen wir vielleicht weiß, damit es zum oberen passt. Oder dunkel. Dunkelbraun vielleicht? Ja, doch, so gefällt mir das besser. Ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch mit Mode so und sowas auskennt, ob das so geht oder ob man das so tragen kann oder ob das halt jetzt total Banane aussieht, um es mal so zu sagen. Ich kenne mich halt wieder nicht aus. Ich sag halt nur, ich nehme halt nur das, was mir so gefällt. Wo ich sage, ja, das kann man so anziehen. Jetzt erstellen wir noch eine Schuluniform. Oh Mann, das Umstyling wird so lange dauern. Es tut mir leid, aber das ist halt doof gelaufen. Das passiert, wenn Tadu Kiareka umstylen will. So, hast du jetzt geladen, mein Gutes? So, hier würde ich mich dann für einen Rock entscheiden.
Ich glaube sogar. Okay, ich muss mal gucken. Weil ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie lang das T-Shirt wird. Schuluniform, wo bist du? Hier haben wir dich. Stopp. Schuluniform, hier. Welche Farbe machen wir da? Ich glaube, wir bleiben bei so einem Grau, aber ich färb's trotzdem ein, weil mir dieses Grau halt nicht so gut gefällt. Okay, das Grau machen wir ein bisschen dunkler, vielleicht eher in die Braunrichtung. Nein, das ist mir zu. Ah, so ein Gelb. Also ich meine, es kommt ja auch drauf an, was man für eine Schule hat. Und da könnte so ein Gelb eigentlich ganz cool aussehen, wenn man das so als Schuluniform hat. Ist auf jeden Fall eine geile Farbe, die speichere ich mal ab. Ach, ich mal mit meinen Farben abspeichern. So. Ich glaube, das kann man so nehmen. So, dich machen wir vielleicht grau. Was bist du? Der Kragen. Dich machen wir ein bisschen dunkler vielleicht. So. Oder ich mache mir blau. Man macht da manchmal so ein Hemd drunter ziehen. Doch, ich finde das eigentlich ganz cool. Die Schuhe färben wir vielleicht dann in braun ein. Weil es ist ja Schuluniform. Dürfen wir ja nicht vergessen. So, dich machen wir mal heller. Dich auch. Und dann kann man das eigentlich so nehmen. Und dann schauen wir noch irgendwie wegen der Hose. Und dann haben wir auch das Größte geschafft. Beziehungsweise es fehlen da nur noch ein paar Kategorien. Ja. Ja. Morgana, lad dich mal. Lad mal die Röcke und was auch immer. Hier. Es ist mir zu. Ja, doch, das geht eigentlich. So. Das ist mir zu, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie es ist, aber es ist halt komisch. Das ist eigentlich cool, aber ich glaube, es passt nicht zu dem T-Shirt. So eine Hose. Nee, gefällt mir nicht. Ja doch, ich glaube, ich bleib bei so einem Rock. Die Farbe ist cool. So, wir machen den mal weiß. Oder braun? Machen wir dich braun? Oder grau? Oder machen wir schwarz? Okay, schwarz finde ich eigentlich ganz cool. So als Kontrastfarbe oder so. Keine Ahnung. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Und die Musik fehlt mir gerade. So, da habe ich wieder die Musik eingestellt. Und ihr Make-up sieht jetzt total verwurstelt aus. Mist. Okay, ihre Frisur kann man so lassen. Wobei sie mir jetzt nicht so sonderlich gefällt, aber es geht. Sieht halt ein bisschen aufgeputschter aus. Was ich mir bei dem Kleid damals gedacht habe, weiß ich nicht. Aber ich lasse es auf jeden Fall mal. Weil ich es eigentlich dann doch ganz cool finde. Aber es ist halt eher für Bälle und so und für Party ist es halt dann nicht so wow. Deswegen suchen wir uns jetzt mal noch ein hübsches Partykleid aus. Susan. Ja, guten Tag. Und das machen wir dann auch im schlichten Schwarz. Ja, was mit ihrer Schminke los ist, weiß ich nicht. Ich muss dann nochmal aufs Screen gucken. Ah, für dieses Schuloutfit hätten wir auch das nehmen können. Aber das lassen wir erstmal. Ja, ich hätte dann gern so ein enges Partykleid, ne? Das ist mir auch wieder zu brav. Sowas eventuell. Ja, das geht eigentlich. Dann auch direkt mit der Kette. Aber ich möchte es halt noch ein bisschen umfärben. Mache ich das jetzt komplett schwarz oder mache ich es in einem Blau? Ich glaube, ich mache in einem Mitternachtsblau. Finde ich das ganz cool. Und das sind bestimmt die Steine, ne? Ja. Welche Farbe machen wir die Steine? Ich glaube, so. Gibt es die Kette auch in anderen Farben? Nee. Wäre auch zu schön gewesen, aber das geht eigentlich so. Und ich lasse auch gleich die Schuhe an. Ich mit meinen Schuhen. So. Ich kenne mich in Sachen Schuhe überhaupt nicht aus, deswegen lasse ich es so.
Dann haben wir jetzt ein Partykleid und ein Ballkleid. Und mit der Schminke muss ich halt nochmal gucken, wie ich das mache. Dann schauen wir bei Nachtkleidung nochmal vorbei. Ob ich mir da jetzt auch was Längeres zulege für den Winter. Ich glaube ja schon fast ja. Ihre Schminke nervt so. Was da schiefgegangen ist, weiß ich leider nicht. Aber momentan hat sie ja so ein kurzes Kleid. Ich glaube, wir ziehen nur jetzt dieses an. Sowas hier. Was nehmen wir da für eine Farbe? Vielleicht so ein Grün? Ja, finde ich eigentlich ganz cool, aber vielleicht ein bisschen heller. Ja, und das machen wir dann halt vielleicht ein bisschen... Obwohl, das finde ich jetzt nicht so cool. Das vielleicht... Gelb, aber dann halt heller. Ja, so finde ich es eigentlich ganz cool. Ich gucke nochmal, ob ich hier vielleicht eine bessere Farbe habe. So lila oder so. Nein, das gefällt mir nicht so. Okay, ich glaube, was Besseres haben wir nicht, aber das hier war... Das ist eigentlich das Gleiche, ja. Das nehmen wir jetzt so. Da haben wir dann auch was Längeres angezogen für die gute Morgana. Dann kommen wir jetzt zur Sportkleidung. Da würde ich gerne irgendwas nehmen, was mehr nach Ballett aussieht. Ich schau mal, ob wir einen Rock haben. Oder irgendwas Rock-ähnliches. Die haben nur einen gedownloadeten Rock. Das ist blöd, weil der zu lang ist. So pushen? Nee, finde ich doof. Ich weiß nicht mal, wofür die da sind. Dann nehmen wir so ein Höschen. Und zwar ein Grau. So ungefähr. Und das machen wir dann eventuell weiß. So. Und das T-Shirt machen wir vielleicht in einem Hellblau. Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie jetzt den die Stilwandlung Hellblau. Oder wir machen es in Schwarz. Ich glaube Schwarz. Könnte auch ganz gut aussehen. So, wir schauen mal, wo haben wir das T-Shirt? Das hier wollte ich gerne, glaube ich. Ja, eigentlich wollte ich es länger, aber länger gibt es nicht mehr. Doof. Ich wollte das wie wirklich so fast so ein Akrobatikanzug, wenn man das so hat. Das sieht nach Akrobatikanzug aus. Ich glaube, das ziehe ich hier sogar an. Es ist mal was anderes. So, mal ein bisschen grau. Ich glaube, das können wir dann auch wirklich in der Farbe machen, dass sich ein bisschen absetzt. Wir machen alles in der Farbe. So einem lila. Finde ich eigentlich voll cool. Wenn wir das weiß machen. Nee, ist nicht so cool. Vielleicht ein bisschen heller. Ja, das finde ich eigentlich relativ in Ordnung. Machen wir hier noch die Schuhe anders. Also es ist mal was anderes. Ich habe es nicht immer. Können wir ja so sagen. So. Das sind die Sohlen. Die hätte ich gerne weiß. Und dann haben wir halt auch irgendwas Besseres fürs Ballett. Was halt auch irgendwie grazile aussieht. Badekleidung. Wir sind fast durch. Es ist Licht in Sicht. Ja, der Badeanzug. Ja, doch. Haben wir irgendwas anderes? Irgendwas gedownloadetes? Nö. Ja. Dann werden wir auch den weiterhin nehmen. Und zwar vielleicht in Orange. Ja. In Orange finde ich eigentlich ganz cool. Mit Orange als Abtrenn. Oder mit... Ja, doch, das finde ich besser. So finde ich es eigentlich ganz cool. Das machen wir vielleicht noch hell weiß, so weiß. Ja, doch, ich finde es eigentlich relativ cool. Ihre Frisur dazu ist auch ein Traum. Die Frisur sieht in Blond nicht so cool aus, aber es geht. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt nicht erst ändern. Ich werde bloß gucken, was mit der Schminke ist. So, das ist dann doch wieder sehr komisch. Da wollte ich was anderes suchen. Da hat sie auch jetzt diese Hose an.
Ich finde, die kann sie auch anbehalten. Vielleicht ein bisschen dunkler. So, Schuhe gucke ich dann nochmal. Die Jacke muss auf jeden Fall geändert werden. So, gucken wir mal bei Außenkleidung, was wir da so haben. Das finde ich ganz cool. Ja, das hier meinte ich ja. Eigentlich meinte ich das hier, aber das finde ich cool. Das finde ich sogar cooler, weil es halt mehr aussieht wie ein Mantel. Wir nehmen das und glaube ich auch in dem Mintgrün. Ich speichere das mal ab. Ich finde das nämlich unheimlich hübsch. Richtig. Wir nehmen das in dem Mintgrün. Bloß mehr ins Blau gehend. Das machen wir vielleicht schwarz. Dunkel. Dunkel. Und das machen wir weiß. Oder grau. Weiß. Weiß finde ich besser. Und die Handschuhe machen wir weiß. Da ganz einfach, dass es sich irgendwie anpasst. Der Hut kann schwarz bleiben. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und die Schuhe machen wir dann vielleicht in einem braunen Ton. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solche. Ich finde die eigentlich in dem Ton eigentlich schon ganz gut. Wir machen den Ton noch ein bisschen dunkler und das auch. Ja, so finde ich es eigentlich ganz gut. Und ich denke, da sind wir auch fertig mit dem Umstyling von Morena. Ich hoffe natürlich, dass sie euch jetzt so gefällt, wie sie jetzt ist. Ihr könnt ja mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe auch, die Folge war nicht allzu lang, weil ich meine, wir haben ja wirklich nur eine halbe Stunde umgestylt. Aber ich finde es halt einfach mal eine nette Abwechslung, dass sie jetzt auch mal ein wenig anders aussieht. Dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!